Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Horizon Zero Dawn. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ihr seht, was es ist. Es ist Horizon Zero Dawn auf der PlayStation 4. Ich bin nicht drum rumgekommen, es mir dann doch zu besorgen. Und ja, da ist es, ne? So, ich habe jetzt im Vorfeld hier mein ganzes Aufnahmeequipment mal ein wenig umgebaut, erweitert, sodass ich jetzt auch eigentlich in der Lage sein sollte, PS4-Spiele aufzunehmen und Let's Plays davon zu machen. Das freut mich schon mal sehr. Nein, ich habe keine PS4 Pro. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Moment. So, bisschen Husten, der Heuschnupfen, der macht mir schon ein bisschen zu schaffen, ne? Aber hier ist ja Winter, dann sollte es ja gehen. Gut, es ist keine PS4 Pro, aber das macht auch gar keinen Unterschied, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und was hier gerade schon geboten wurde, auch grafisch und auch tonmäßig, ich fand den Klang auch schon göttlich einfach. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel und ich freue mich auch, dass ihr dabei seid und wir werden es gemeinsam zocken. Jawohl. So, was können wir denn hier machen? Einstellungen. Schwierigkeit normal ist okay. Brotkrümelnavigation ein. Wegpunkt Brotkrümelnavigation aus. Hat immer ein. Ja, nein, immer ein. Ich lasse es mal. Ich lasse mal alles, wie es ist. Ja, Audio 100, jawohl, Grafik nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ja, wie gesagt, das ist die normale PlayStation 4. Okay, was gibt es zu dem Spiel noch zu sagen? Ich glaube nicht viel, ne? Es ist gerade in aller Munde. Ich habe es jetzt ein bisschen abgewartet. Ich wollte es mir eigentlich auch noch gar nicht holen, aber wie gesagt, der Wunsch war dann doch da. Und auch ein LP draus zu machen. Das war eigentlich auch nicht geplant. Ich wollte es eigentlich für mich am Fernseher zocken, aber jetzt sitze ich ja doch vor meinem Rechner. Und spiele es über den normalen Monitor, aber ich werde es nicht bereuen. Na gut, Extras brauchen wir noch nicht, ne? Extras machen wir jetzt noch nicht. Wir begeben uns in ein neues Spiel und ich weiß noch nicht, wie lange die erste Aufnahme jetzt wird, weil, wie gesagt, komplett neues Equipment, alles neu verkabelt hier, mit HDMI, Switch und allem drum und dran und pipapo und ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht wie lange, ich hoffe nicht allzu lange, weil wenn es die Aufnahme zersemmelt und ich das nochmal machen muss, dann bin ich böse und traurig und das wollen wir da alle nicht. Nach dieser doch etwas zu lang geratenen Ansage würde ich sagen, begeben wir uns in ein neues Spiel. Zack. Hab ich schon gesagt, normal. So, bin gespannt. 6 Jahre Aloy! Später. Aloy! Lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Nicht im Ernst, oder? Oh, komm schon. Gott, die Arme. Rost! Hier unten! Rost! Rost! Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? So, und damit sind wir im Spiel und die Ausgestoßene ist zu meiden. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Okay.
Ich will mal eben gucken. Alter, die Grafik, die ist ja der Hammer. Ja, mit L bewege ich mich. Ratte. Was denn? Ratten sind süß. Die hatten wir auch mal als Haustiere. Also ich. So. Mr. Black und Mr. Grey. Die eine war schwarz, die andere grau. Wer hätte das gedacht? So, gut. Ich bewege mich mal. Gehe in die Höhle hinein. Ich gehe wahrscheinlich schon wieder... Wow. Ich gehe wahrscheinlich schon wieder komplett falsch. Ne, da kommen wir raus. So, warte mal. Ich bin auch nicht so ganz firm mit dem Controller, ne? Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels ein bisschen legen, aber ich bin nicht so der Konsolenzocker, obwohl ich einige Konsolen habe und das ein oder andere Spiel, aber ich bin es halt nicht gewohnt. Alter, die Grafik. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Okay, damit können wir uns ducken. Aufstehen, okay. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Okay, ist es dann gut, wenn du so laut bist, Kleine? Schön. Einer der alten Orte. Noch wissen wir ja nicht, was mit dieser Welt passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob wir es herausfinden werden. Oh. Interessant wäre es ja schon. Da kommen wir nicht hoch. Frosch im Hals. Froschen. Guck mal, die Ratten tun uns auch nichts. Das sind liebe Ratten. Hat da was geleuchtet? Nee. Okay. Ich meine, wir sind ja hier auch noch im Tutorial, ne? Es wird wahrscheinlich so eine Art Tutorial sein. Hier wird noch nicht so viel passieren. Nimm ich mal an. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie ein Monitor. Wohl auch nicht wirklich. Gut. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Genau. Und dann macht man das als Kind erst recht. Das kennen wir alle. Okay. Wahrscheinlich ist es jetzt gerade hier erstmal nur so, dass wir uns, dass wir alles erkunden müssen. Müssen. Ich sehe es immer so ein bisschen glitzern, aber das sind nur die Texturen hier. Ja, wir haben gesehen, es gibt Maschinenwesen auf dieser Welt. Und die Zivilisation, wie wir sie kennen, ist untergegangen. Nase juckt. Dieser verdammte Heuschnupfen. Habt ihr auch Heuschnupfen? Wenn nicht, ich beneide euch. Die Zivilisation ist untergegangen und, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir spielen. Ich hatte Horizon auch gar nicht auf dem Schirm. Oh. Bis es rauskam. Und, es hat ja überall nur gut abgesahnt. Punktemäßig und so. Und, ja. Das war eigentlich ein Indiz. Das hatte ich das letzte Mal bei Witcher und da wurden wir ja auch nicht enttäuscht. Also, da kann man sich schon drauf verlassen, wenn ein Spiel so absahnt und vor allem überall ausverkauft ist. Das war ja noch die Härte. Ich musste es dann bestellen, weil, es war im Laden überall ausverkauft. Das sagt einiges. So, was ich eben sagen wollte und schon wieder abdrofte, was hier mit der Zivilisation passiert ist, wissen wir nicht. Ich nehme aber an, wir werden es herausfinden. Und, das finde ich, ich mag ja so apokalyptische Welten. Die können auch durchaus ihre Schönheit haben. Wieso krabbelt es niedlich? Oh! Die Arme. Das ist eine Ausgestoßene, ne? Aloy. Und wird auch so behandelt. Mobbing pur. Warum vibriert denn hier alles? Da vorne ist irgendwas. Das ist dann gut, wenn wir da hingehen. Hier ist da auch irgendwas, guck mal. Aber wahrscheinlich kommen wir hier noch nicht durch. Weil wir irgendwas da hinten finden müssen. Da hinten ist nämlich was. Wie sich umguckt, ist so süß. Diese Zottelhaare. Was ist das? Was denn? Ein Toter! Ein Toter? Hier? Oh, Tatsache, da unten. Hoppla. Da glänzt doch etwas. Untersuche das seltsame Gerät. Oh.
tut ja nichts mehr Kleines. Ein Relikt der alten Zeit, wie es aussieht. Komm, du bist doch neugierig. Oh. Lichter, überall! Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein oder aus. Okay. Aber alle Monitore sind eingegangen. Finde einen Ausweg. Ja. Aber jetzt würde ich mich eher doch mal lieber umgucken. Aber wir sind langsamer, wenn wir diesen Fokus haben. Komme ich da hoch? X ist springen. Huch. Entschuldigung, Kleines. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen rumprobiert. Kann man hiermit irgendwas machen, diesen ganzen Anzeigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir sind ja auch noch ein Kind. Ein Kind, was in eine Welt geboren wurde, wo diese ganze Technik überhaupt nicht mehr existiert. Interessant. Da kann man nichts mehr machen. Was ist das? Eine Metalltür. Verschlossen. Ach so. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Hey, du bist eine ganz pfiffige. Das werden wir natürlich ausprobieren, aber ich gucke noch ein bisschen um. Aktiviere den Fokus. Ja. Du wach doch mal. Ich fange schon wieder. Das kann schon wieder böse enden hier. Ich fange schon wieder an, hier mich überall umzugucken. 60. 20. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. 0. Steht da oben 0. Kann ich mit dem Fokus hier irgendwas machen? Wie geht die nur auf? Oh. Hm. Brandschutztür. Hubbler, was war das denn? Ah. Kreis ist so eine Ausweichrolle. Das war ducken. Alles klar. Springen. Ausweichen. Und looten. Gut, die restlichen werden wir bestimmt noch rausfinden. Oder ich. Ihr habt es wahrscheinlich schon gespielt. Da oben ist auf jeden Fall eine Zahl. 81. Eben stand da auch mal 60. Nummer 1. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Vielleicht müssen wir hier auch noch was anderes machen. Ah, guck mal. Noch mehr Lichter. Verstärktes Platinkabel? Da war doch noch was anderes gerade. Das da, was ist denn das? Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Ah, Sicherheitsverschlüsselung mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. Verstärktes Platinkabel. Was ist das? Das? Okay, kann ich damit irgendwas machen von hier aus? Benutze das Holo-Schloss. Und wie? Was ist das denn hier? Wie kann ich das denn benutzen? Da hinten. Ah, da geht's noch weiter. Ich doof. Aber bei neuen Spielen muss man ja auch erstmal reinkommen, ne? Müssen wir zu dem Gerät da hinten? Ist hier noch was? Ich kann hier noch nichts looten. Stiggy, du kannst hier nichts looten. Merk dir das mal. Was ist das Tutorial? Was ist das? Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Ist sie gerade gehüpft? Hier kann ich auch noch nichts machen. Das heißt, ich muss doch hier dran, ne? Der Code Nexus. Nu?
Nee, ist immer noch falsch. Das ist das Richtige. Wie kann ich das denn verwenden? Ah. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen, Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Ein Farbwechsel. Farbwechsel sind gut. Ich glaube, wir mussten den in Richtung des Kabels drehen. Jetzt haben wir zur Tür zurück. Kann man hier auch sprinten? Oh, kann man. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Ein Farbwechsel an der Tür. Ja. Wir drehen auch dieses Schloss. Wenn das stimmt, dann müsste es auch nach unten gehen. Achso, ich kann das direkt Tür öffnen. Sorry. Ich sollte erstmal lesen. Geschafft. Yay. Yeah. Finde einen Ausweg. Was ist das denn? Nix. Obwohl, das ist da was. Hä? Guck mal. Da ist doch was. Vielleicht müssen wir das noch lernen. Und wir scheinen eine ausgestoßen zu sein, aber auch zugleich eine Auserwählte, ne? Weil unser Name gesegnet wurde. Was ist das? Was denn? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Die Arme, ey. Das arme Mädchen. Hat sich gerade ein bisschen so gefühlt, als würde es Zuneigung kriegen. Kann man hier... Was ist denn das? Alles Gute, Isaac. Holo, Datenbeschädigung partiell. Hubbla, sorry. Nochmal angucken kann man sich das dann nicht, oder? Das... irgendwas? Halt. Da hinten war aber was. Brandschutzstür verstärkt Verschlussintegrität erhalten. Oh. Finde einen Ausweg, ist nach wie vor aktuell. Wir müssen da lang, deswegen gehe ich hier lang. Auf der Karte da oben sind auch so... Guck mal, da. Da sind auch... Ne, ich muss da unten drauf. Sprachprotokoll. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, da liegt noch ein Toter. Das klang, die Symbolik, Mitternacht, Hütchen, war das eine Welt... Was war das? Achso, Ziel markieren. Körper, Läufer.
Läufer. War das vielleicht eine Weltuntergangsparty? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr irgendetwas. Oh. Der hat sich erschossen, wie es klang. Und es scheint wirklich hier so eine Weltuntergangsparty gewesen zu sein. Aber die Welt existiert ja noch. Warum? Warum haben die sich hier in einem Bunker verschanzt und sich getötet? Das? Nix. Mysteriös alles. Was hier? Alte Versorgungskisten oder sowas? Wir müssen dahin. Warum sind sie hier gestorben? Das ist eine gute Frage. Was ist passiert? Frage. Und das ist eine noch bessere Frage. Oh. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Xana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Hm. Hallo, kann ich das nochmal? Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Tja. So ist das. Chancen sollte man nicht ungenutzt lassen. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Du musst wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Die haben aber alle, ungenutzte Chancen hier, was? Was ist das?